Hallöchen, ich bin Frederik und ihr seid hier gerade bei mir im Studio. Wir haben schon einen ziemlich harten Tag hinter uns, trotzdem machen wir euch mal eine ganz kleine Tour, um ein bisschen zu zeigen, was bei uns hier abgeht. Folgt mir doch mal in den Aufnahmeraum. Herzlich willkommen. Ja, das hier ist nicht nur mein Aufnahmeraum, sondern gleichzeitig eben auch der Raum, in dem ich schlafe und meistens wohne. Das macht es eigentlich ziemlich entspannt, weil wir gleichzeitig durch das Bett schon ziemlich viel Hall geschluckt haben und den Rest mussten wir noch ein kleines bisschen ausgleichen mit ein paar Absorbern an der Wand. Und das ist eigentlich so vom Sound hier ziemlich gutes Mittelding zwischen nicht zu trocken und trotzdem nicht zu hallig. Ich habe hier natürlich jetzt trotzdem noch meinen Schreibtisch, wo ich dann eben Bürokram dran mache. Und ansonsten passiert die ganze Magie eigentlich so in dieser Ecke. Wir haben nämlich drei verschiedene Punkte mit XLR, In- und Outputs und auch Klinke. Hier vorne ist Nummer 1. Wir haben 4 XLR-Inputs und 4 Klinkenbuchsen, teilweise für Inputs, teilweise für Kopfhörerausgänge. Und der Rest passiert eigentlich hier in der Ecke. Hier haben wir das gleiche nochmal für Nummer 2. Auch da wieder 2 Inputs, die rübergehen in die Regie und 2 Kopfhörer-Outputs. Und hier an der Wand haben wir nochmal 6 weitere XLR-Inputs. Heißt, egal wo wir gerade irgendwie stehen und irgendwie ein Mic anschließen wollen, können wir das einfach nur da reinpacken und das dann drüben auf unseren gewünschten Kanal patchen. Wirklich keine große Kunst. Wir haben ein paar Sachen immer eigentlich stationär angeschlossen. Das ist nämlich einmal der Amp, der eigentlich immer irgendwie mikrofoniert ist. Und hier das E-Piano, was eigentlich immer direkt DI drüben angeschlossen ist. Und auch das Mic da drüber ist eigentlich da fest und ist da noch nie weggekommen. Und das ist super, um mal ganz kurz irgendwie ganz schnell irgendeine Idee aufzunehmen. In der Ecke haben wir noch ein zweites Gitarren-Setup, das eigentlich tatsächlich nur zum Üben für die Hochschule. Genau, aber das ist erstmal so die ganze Magie, die eigentlich hier passiert. Die ganze Beleuchtung hier drin ist smart. Nicht nur, weil das cool ist und schön aussieht, sondern tatsächlich auch, wenn wir zum Beispiel eine Sängerin hier haben, um der ein bisschen stimmungsvolles Licht machen zu können. Heißt, wenn es jetzt ein sehr getragener Song ist, machen wir es vielleicht ein bisschen dunkler, machen das Licht vielleicht eher warm. Wenn es irgendwas ist, was abgeht, ist es dann schon eher hell oder zum Beispiel bläulich. Und da gehen wir immer so ein bisschen hin und her. Ja, und das war es eigentlich hier an allen Inputs. Und dann geht das Ganze nämlich weiter drüben in die Patch Bay. Hier haben wir jetzt also folgende Möglichkeit. Wir haben hier die ersten Kanäle für die Kanäle, die von drüben kommen. Die zweite Reihe sind dann die Inputs, die ins Interface gehen. Und die dritte Reihe ist das gleiche für alle Sachen, die mit Klinke zu tun haben. Und so haben wir jetzt hier die schöne Möglichkeit, wirklich jeden Kanal, der irgendwie drüben reingeht, auf jeden Input im Interface zu legen. Das macht es ziemlich organisiert alles und auch so von der Praktikabilität ist das super, weil man eben mal ganz schnell irgendwie einen Stecker umstecken kann und zack hat man irgendwas auf einem anderen Kanal und man muss nicht extra rüberrennen, irgendwas hin und her stöpseln und nachher ist noch irgendein Kabel zu kurz. Und von hier geht das Ganze über einen nicht ganz so schönen Kabelkanal alles rüber in dieses Schätzchen hier, das Universal Audio Apollo X8P haben wir jetzt ganz, ganz neu und ich bin super happy und immer noch ein bisschen aufgeregt über das schöne Ding. Ganz tolles Teil, 6 Kern und alles, was in der Console von denen läuft, ist einfach großartig. Wir haben jetzt auch endlich die Möglichkeit, wenn zum Beispiel irgendein Rapper hier ist, dem direkt Autotune auf seine Ohren zu geben oder auch einfach, wenn jemand mal ein bisschen Hall haben möchte, ist das ganz wundervoll. Und von da geht das Ganze in einen PC. Ja, wir arbeiten tatsächlich nicht mit Mac, sondern mit einem ganz normalen PC. Schon extra fürs Studio zusammengebaut. Heißt, der ist auch extra dann so ausgelegt, dass der nicht wirklich viel anderes kann, aber dafür alles, was mit Studio zu tun hat, sehr, sehr gut. Das Schätzchen steht hier. Und ansonsten ist eigentlich nicht so wirklich viel hierzu zu sagen. Ich arbeite normalerweise mit Cubase. Wir sind hier jetzt bei Cubase 11 Pro. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu erzählen. Bis auf vielleicht
eine kleine andere Sache, und das ist die Kommunikation mit drüben, und die erzählt euch jetzt Frederik aus der Zukunft. Die Kommunikation mit dem Regieraum. Eigentlich wollten wir hier ein Loch in die Wand hauen, da die Wand aber leider tragend ist, wurde uns das nicht ganz erlaubt und wir mussten ein bisschen kreativ werden. Letztendlich ist die Lösung jetzt, dass hier ein Fernseher steht, der als Bildschirm einfach drüben mit einem super langen Kabel in der Regie angeschlossen ist. Und wir können hier alles Mögliche rüberlegen, was wir wollen. Meistens ist da eine Webcam drauf von drüben, damit wirklich die Person, die hier einsingt, mich auch sehen kann. Und andersrum, dafür ist die Webcam, die oben drauf steht. Aber ich kann zum Beispiel auch einen Songtext drauflegen oder so, was es deutlich leichter macht, irgendwelche Sachen abzulesen, denn wenn man irgendwie ein Blatt Papier in der Hand hat, passiert das ganz schnell, dass es einfach ganz viel Nebengeräusche macht, die man eigentlich nicht haben möchte. Zusätzlich haben wir hier noch ein schönes Tablet, was tatsächlich einfach über eine Videokonferenz auch das gleiche Bild zeigt, was da drüben auf dem Bildschirm gezeigt wird. Wenn mal irgendwer zum Beispiel hier steht zum Singen und deswegen den Bildschirm nicht so gut sehen kann oder das einfach weit weg ist, hat er immer noch irgendwo das Tablet in der Nähe, wo er das gleiche Bild sehen kann. So läuft hier also die Kommunikation. Ganz kurz noch zu den Kopfhörerausgängen. Wir haben hier insgesamt 4 Wege rüber, die auch hier nochmal in Kopfhörerverstärker gehen und deswegen auch hier nochmal ein bisschen separat von einem Sänger oder Musiker gemischt werden können. Heißt, lauter, leiser, wie man es gerade haben möchte, kann man das alles von hier steuern. Und das war es dann eigentlich auch so insgesamt. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Vielleicht sieht man sich hier irgendwann mal im Studio. Ich bin sehr gespannt, wer hier die nächsten Male so in meine DMs slidet. Man sieht sich und vielen Dank fürs Zuschauen. Ah!